Schönen guten Morgen. Ich sage einfach mal ein, zwei Sätze vorab. Ich bin der Kim. Ich werde euch jetzt gleich die nächsten 20 Minuten ein bisschen bespaßen. Jetzt kommt die Präse. Moment. Okay, mein Thema heute, passend zum Fintech Day, Fintech Fuck-Ups. Kurze Warnung vorab, FSK 16, also wenn ein Problem mit Schimpfwörtern hat, vielleicht die Ohren zuhalten, könnten ein paar werden. Zu meiner Person. Genau, ich bin der Kim, ich bin 30 Jahre jung, leidenschaftlicher Gründer, habe selber schon mal zwei Unternehmen gegründet, bin frisch gebackener Papa und Ehemann von der 10 Monate alten Mathilda, ist ein Traum, kann ich jedem empfehlen, macht Kinder, super. Nicht nur die Produktion, sondern auch das, was danach kommt. Und bin Metalhead, ist halt, ja, wer es mag. So, ganz kurz zu meiner Firma, Know How Networks ist meine Firma, 2009 gegründet, ist ein Netzwerk aus über 100 Spezialisten. Wir fokussieren uns auf das Thema Business Development, das heißt Unternehmensentwicklung auf Deutsch, Bereiche Human Resources, Strategy, Sales, Innovation, Kunden von klein bis groß ist alles letztendlich dabei. Was heißt das Netzwerk? Wer von euch kennt die Avengers? Ich muss das ändern, das kennen viel zu wenige. Okay, die Avengers sind eine Ansammlung aus Superhelden, die jeder seine eigene Kraft haben. Und wenn es mal ganz schlimm kommt, also in unserem Fall ganz super und wir ein ganz großes Projekt haben, dann kommen wir alle zusammen und machen das zusammen. Und das ist letztendlich der Hintergrund aus diesem Netzwerk. Genau, wie ich gesagt hatte, ich habe sogar dreimal gegründet, zweimal gescheitert, einmal bin ich nicht gescheitert. Den Fuck-Up werde ich euch vorstellen, das, was ich gescheitert bin, wo ich einmal gescheitert bin. Und ich bin quasi so ein bisschen, wenn man sich das ganze Thema betrachtet, der Generalist. Also ich bin so eine Mischung aus allem so ein bisschen, kann alles so 10% immer bedienen, eigentlich über alle Bandbreite, aber bin irgendwo Spezialist. Von daher, ja, nur zu mir als Person. So, fangen wir mit meinem Fuck-Up an. Phylax Financial Innovations. Hat das irgendjemand schon mal von euch gehört? Oh, war ein riesen Fuck-up, wie ich sehe, ja, ist klar. Richtig. Hab nicht ich gemacht, Markus. Phylax bedeutet der Wächter, ja. Und Financial Innovations, aufgrund der Innovation, die wir versuchten damit durchzubringen. Was haben wir gemacht? Wir sind ja alle so ein bisschen financial. Wer weiß, was ein ETF ist? Wer weiß es nicht? Okay, ein ETF. Jeder von euch, der nicht weiß, was ein ETF ist, kennt den DAX, den Deutschen Aktienindex. Okay, und ein ETF ist zum Beispiel eine Aktie, die man kaufen kann, worin die komplette Performance von DAX abgebildet ist. Das heißt, man investiert 50 Euro, kauft damit eine Aktie und die entwickelt sich genauso, wie der DAX läuft. Aber diese Aktie kann man im Gegensatz zu manch anderen Fonds oder ähnlichem täglich verkaufen und wieder kaufen. Das heißt, man hat eine tolle Liquidität, man weiß ganz genau, was in dem Produkt drin ist und es ist ganz einfach zu verstehen letztendlich. Ein Indexpapier, genau. So. Exchange Traded Funds, also das heißt Fonds, Ansammlung von Papieren, die man schnell traden kann. Unser Konzept war einfach zu sagen, wir packen eine schöne Marketing-Story über das Thema ETFs. Wir haben 2007 das Ganze angefangen, das heißt pünktlich zur Finanzkrise. Jeder hatte Angst ein bisschen vor den Kapitalmärkten. Wir hatten ein unterliegendes Produkt, ein ETF, der sehr leicht zu erklären war und haben uns gedacht, da müssen wir doch irgendwas draus machen. Das heißt, mein Co-Founder aus Zürich hat sich die Strategie überlegt, mein Co-Founder aus München hat das Ganze noch ein bisschen verfeinert und aufbereitet und ich war letztendlich der Marketing-Guy. Das Ganze ist so gekommen, ich habe ein Traineeship gemacht in einem Family Office, im Portfolio-Management, konnte dadurch ganz gut auf Auswertungsprogramme zugreifen, habe ein bisschen Factsheets gebastelt, habe mich um die Präsentation gekümmert, das heißt, das ganze Thema Außenauftritt. Was wir gemacht haben ist, ganz billig, wie es eigentlich jeder macht, der in dem Thema B2C unterwegs ist oder solche Handelsstrategien entwickelt, das Ganze erstmal in Excel modelliert. Wie sieht es am besten aus, sowohl von der Vergangenheit als auch in der Zukunft, ein klassisches Backtesting. Und dann hatten wir ganz, ganz tolle Zahlen und damit sind wir dann rausgegangen und haben geguckt, was passiert. Zum Thema, also das war unsere Website. Ja, das ist eine Website, auch wenn es nicht so aussieht und wenn es nicht wirklich schön ist. Das war das, womit wir angefangen haben. Und das war ein Factsheet, was wir gebastelt haben. Und das war auch schon alles, was wir hatten. Und damit sind wir rausgegangen. Das bedeutet, meine Aufgabe war es, mit diesem Thema, mit der reinen Marketing-Story, ein Produkt zu verkaufen, wofür man in Deutschland Lizenzen braucht, wo man rechtliche Grundlagen haben muss, wo man letztendlich einen Haufen an Dingen haben muss, um das überhaupt umsetzen zu können. Und ohne, dass wir das hatten, damit irgendwas anzufangen. Und das zu verkaufen, faktisch. Ja, hat lustigerweise ganz gut geklappt.
Lag aber einfach daran, dass wir sehr, sehr viel unterwegs waren. Das heißt, wir haben uns sehr, sehr viel in der Szene bewegt, sehr, sehr auf sehr vielen Konferenzen gewesen, sehr viel, wie sagt man so schön, Word-Spreading betrieben, also einfach mit ganz vielen Leuten darüber geredet, aus der Branche, die alle wussten, dass wir nur eine Marketing-Story sind. Das heißt, denen war völlig klar, dass wir letztendlich an den Endkunden ein Produkt verkaufen wollen, was es so schon gibt, was wir intelligent handeln würden, wenn das denn funktioniert hätte, und was für die Zeit einfach genau richtig war. So, das heißt, ich bin rausgegangen, wir haben ganz viel geredet, wir haben dann ein Haftungsdach für uns gewonnen, weil in Deutschland, ich weiß nicht, wer von euch kennt das 32er KWG-Gesetz, Kreditwesengesetz. Okay, um sowas machen zu dürfen, brauchst du eine fette Lizenz von der BaFin. Die besagt, dass du die Erfahrung und das Geld und natürlich damit die Kompetenz hast, überhaupt sowas beraten zu dürfen. Das ist Portfolio-Beratung quasi. Das heißt, Menschen, die in sowas investieren, haben als Sicherheit im Hintergrund bei ihrem Dienstleister eine 32er KWG-Lizenz. Wie gesagt, das kostet Geld, das braucht Erfahrung, das hatten wir natürlich alles nicht. Dementsprechend mussten wir irgendwie gucken, wie wir dieses Projekt auf die Straße bekommen, ohne dass wir diese ganzen rechtlichen Voraussetzungen hinbekommen. Also gibt es eine schöne Institution in Deutschland, die nennt sich ein Haftungsdach. Jemand, der so eine 32er KWG-Lizenz hat, kann dich als gebundenen Vermittler an sich binden. Das bedeutet, man muss so einen Wälzer unterschreiben, man muss Schulungen hören und ist dann quasi freier Vertriebler unter deren Dach und hat deren rechtliche Coverage und kann das machen, was die einem erlauben. So, wir sind zu dem Haftungsdach gegangen. Auf eine Empfehlung kam das bei einem Kongress von iShares, den wir damals besucht hatten, einer der größten Anbieter von ETFs weltweit. Und wir haben dieses Haftungsdach gefunden, wir haben mit denen geredet, wir haben gesagt, das ist ja super, ihr seid ja innovativ, ihr habt eine tolle Story in einer Zeit, die mega beschissen ist für alle, also lasst uns mal was machen. Das heißt, wir haben uns mit denen unterhalten, ob die das traden können, das bedeutet, ob die unsere Produkte kaufen und verkaufen können, ob sie diese Strategie abbilden können, die wir uns überlegt haben. Ich sehe in den Gesichtern, dass es manche Fragezeichen gibt, ich hau einfach mal drauf los, ihr fragt dann, wenn ich damit fertig bin, ist okay. So, das heißt, wir hatten letztendlich die rechtliche Grundlage, das durchzusetzen, rechtlich. Damit sind wir dann noch mal weitergegangen, einen Schritt, und haben uns an Maklernetzwerke gewandt. Jeder kennt Finanzmakler, gibt große, wie zum Beispiel die DVAG oder sowas. Also die sind halt wirklich groß und haben halt ein sehr großes Netzwerk in dem Privatkundensektor. Wir haben uns an einen etwas kleineren gewandt und die haben gesagt, oh, das finden wir fantastisch, lasst uns das doch zusammen vertreiben, weil das ist ein Produkt, das kann ich gut erklären, weil ich habe selber nicht so viel Ahnung vom Finanzmarkt als Finanzmarktproduktvermittler. Lass uns das doch machen, weil das wäre total spannend, das wäre bestimmt eine Win-Win-Situation. Gesagt, getan, wir haben das mit denen zusammen aufgesetzt, wir haben das Ganze bei denen in den Vertrieb gegeben und was ist passiert? Die kamen zurück und haben uns erst das Geld geboten. Die haben gesagt, alles klar, super, klar, es ist so ein Pamphlet, was unterschrieben werden muss vom Kunden, aber das kriegen wir schon irgendwie hin, ich kenne den ja schon ein bisschen länger und dann, das machen wir schon irgendwie, okay, alles klar. So, das heißt, wir hatten das erste Geld auf dem Tisch, das investiert werden musste. Wir haben wirklich viel Gas gegeben, ich habe ja. Nö. Als Vermögensverwalter unter einem Haftungsdach, aber Olli, danke für den Punkt, ich komme gleich zum Fuck-up. Weil bis dahin liest sich das ja eigentlich ganz okay und schöne Story, alles klar, Marketing, Kunden, alles da. Dann sind wir mit den unterschriebenen Verträgen, unterschriebene Verträge, das heißt, ein Kunde war bereit, uns Geld zu geben, damit wir das traden, damit wir sein Geld anlegen am Kapitalmarkt nach unserer Strategie, damit wir ihm Gewinne erwirtschaften, sind wir zu dem Haftungsdach gegangen und haben gesagt, so Leute, jetzt geht's los. Dann haben die uns gesagt, wie jetzt geht's los? Ja, ja, wir haben ja gesagt, wir wollen eine Strategie bei euch platzieren und die wollen wir traden und ihr könnt es ja abbilden. Ja, nee, ja, so einfach nicht, Freunde. Wir haben gesagt, wir können einmal im Monat traden. Also das heißt, einmal im Monat hätten wir sagen können, kauf bitte das und verkauf bitte das. Unsere Strategie war auf Tagesbasis. Das heißt, wir hatten ungefähr 30 Trades im Monat, was nicht viel ist für eine Trading-Strategie, muss man fairerweise sagen. Aber
Das ging halt dann nicht. So, das heißt, was haben wir gemacht? Wir haben im Haftungsrecht ungefähr ein Vierteljahr diskutiert, haben den Kunden vertröstet, haben gesagt, Leute, ja, wir kriegen das hin und das ist total super und vielen Dank, dass ihr uns vertraut habt, aber es könnte sein, dass wir das nicht bringen können. Haben mit dem Haftungsrecht wirklich intensiv geredet, bis das Haftungsrecht gesagt hat, sorry Jungs, keine Chance. Was passiert? Das ganze Konstrukt ist in die Luft gegangen. Das bedeutet, wir mussten dem Kunden sagen, nett, dass du uns vertraut hast und vielen Dank für deine Unterschriften, aber der Vertrag ist nichts wert. Wir können leider nichts für dich tun. Das war der Fuck-up. Mein persönlicher Fuck-up dabei war, dass ich sehr, sehr viel Zeit investiert habe, sehr, sehr viel Muße, Geduld, sehr intensiv daran gearbeitet habe, viel von meinem eigenen Geld, aber mein eigenes Geld investiert habe, meine Zeit. Und durch diesen Faktor, dass man sich so aufgerieben hat und dann im Endeffekt die Performance nicht liefern konnte, war das für mich der absolute Breakdown. Also das bedeutet, ich habe dann letztendlich auch die Konsequenz gezogen, das Projekt zu beenden, zu beerdigen, einfach weil, ja, das war zu behaftet. Und damit zu deiner Frage, Olli, prinzipiell ist sowas möglich unter einem Haftungsdach, aber man muss es halt vorher einfach gut abklären. So, was kommt als nächstes? Genau, also, was können wir letztendlich aus der Story, oder andersrum, das war die Grundlagenstory und jetzt kommen gleich die ganzen Fuck-ups. Hat dazu jemand eine Frage? Das ist gut. Ach so, ja, doch, Frage, ja. Frage. Wir hatten 250.000 Euro unterschrieben von unserem ersten Kunden. Es leuchtet grün, es geht. Meine Frage, habt ihr euch über diese grundlegenden Details nicht, also ich meine, das ist so ein wichtiger funktioneller Teil der Partnerschaft, nicht vorher Gedanken gemacht mit dem Partner? Warum ist euch das durch die Lampen gegangen? Ohne, ja, berechtigte Frage und, ne, komm her, worum geht's jetzt nicht? Habe ich irgendwas Doofes gemacht? Taste drücken. Genau. Mein erster Fuck-up, die rechtlichen Grundlagen. Also es war fairerweise so, ohne da jetzt jemandem zu nahe treten zu wollen, auf die Füße treten zu wollen, wir waren ein Team. Meine Aufgabe war die Außenrepräsentation und der Vertrieb. Das hat ganz gut funktioniert. Die rechtlichen Grundlagen lagen in anderen Kompetenzfeldern dieses Teams. Mehr brauche ich, glaube ich, nicht zu sagen, oder? Was waren denn die Hauptvorbehalte eures Haftungsdachs, wenn ihr mit einer Viertelmillion ankommt, jetzt loszulegen? Es waren klar die Tradingkosten. Die haben gesagt, wir haben standardisierte Prozesse, die erlauben uns ein Umschichten von ein bis maximal viermal im Monat. Wir haben bei der Auswahl unseres strategischen Partners einen exakten Fehler gemacht oder einen großen Fehler gemacht. Wir sind auf ein klassisches Haftungsdach gegangen. Das heißt, wir haben gesagt, wir sind eure angebundenen Vermittler, ihr gebt uns die Haftung und die sind davon ausgegangen, dass wir einfach nur Produkte verkaufen. Aber wir haben eine Strategie verkauft und eine Strategie bedeutet Trades. Das heißt, du musst agil umschichten können, das heißt, du musst reagieren können auf den Markt, weil darauf war die Strategie ausgelegt. Wenn du nicht auf den Markt reagierst, dann kannst du Buy and Hold machen und gucken, dass du ein guter Stockpicker bist und letztendlich auf das Pferd setzt, was am schnellsten ist. Aber unsere Strategie war eben anders aufgelegt und wir haben einfach bei der Auswahl des Partners einen riesengroßen Fehler gemacht. Punkt. Habt ihr irgendwann mal eure Strategie ausgebuddelt und mal geguckt, ob die nicht nur Backtesting statthält, sondern auch nach vorwärts funktioniert? Moment, wo ist denn der Laserpointer? Ab hier war es live. Das heißt, wir haben mit dem Geld des Vaters einer unserer Gründer bei der DZ Bank in Luxemburg ein Portfolio getradet, genau nach der Strategie und haben sehr, sehr schöne Ergebnisse gehabt. Das heißt, es hätte auch tatsächlich funktioniert. Was heißt sehr, sehr schön? Outperformance. Also besser als der Markt zu sein. Any other questions? Okay, dann mache ich jetzt mal weiter. So, was waren die generellen Fuck-ups? Wir hatten das Thema rechtliche Grundlagen. Es gibt die Möglichkeit in Deutschland für jeden, der es nachweisen kann und der
sich gut aufstellt, diese rechtlichen Grundlagen irgendwie zu schaffen. Sei es über Geld, sei es über Erfahrung, sei es über Kontakte, wie auch immer. Wir haben die Grundlagen geschaffen, aber leider nicht genug abgeklärt. Das heißt, wenn man sich einen Partner sucht zum Thema Haftungsdach, wenn man sich einen Partner für die Haftung sucht, muss man mit dem vorher klipp und klar abgeklärt haben, was sein Prozess ist, was das für den bedeutet, welche Kosten auftreten, Vorbereitung auf die rechtliche Seite. Das zweite war das Thema Timing. Prinzipiell hätte ich, und das ist mein großer Fehler auch in der ganzen Geschichte, aus dem Vertrieb heraus immer gucken müssen, ist das Produkt so umsetzbar, wie ich es hier draußen verkaufe. Ja. Ich bin losgerannt, euphorisch, habe gesagt, wir haben das neue Ding, lass mal machen, schmeiß uns Geld hinterher. Das haben die Leute mir auch geglaubt, deswegen gab es auch die erste Unterschrift, deswegen gab es auch die Kunden, die gesagt haben, wir wollen dir das Geld in die Hand geben, aber das Timing war beschissen. Das heißt, wir hatten keine Execution, um das Ganze eben dann umzusetzen. Und damit komme ich zum dritten Punkt, nämlich die Execution. Es ist alles schön, wenn das Timing passt, wenn die rechtlichen Grundlagen passen, aber wenn man es dann trotzdem in der Execution verkackt, das heißt, wenn der Vertrag zu lange liegt beim Haftungsdach, wenn man den Kunden warten lässt, wenn man den verprellt oder. Da gibt es so viele sensible Themen in der Execution, gerade im Finanzbereich. Wir sind Deutsche, ja, die Sparschweine der Welt quasi. Olli wird gleich dazu ein bisschen noch mehr sagen. Man muss halt einfach sehr, sehr aufpassen in dem Bereich. Was ist gut gelaufen? Vollkommen. Definitiv. Was zu verkaufen, was man nicht hat, da komme ich später auch nochmal dazu. Was hat ganz gut geklappt? Das Marketing hat gut geklappt. Das lag aber auch an dem Faktor Zeit. Also das heißt, wir kamen einfach zu einer Zeit, wo sich jeder vor dem Kapitalmarkt gefürchtet hat, ob das Banken waren oder Privatanleger. Und wir konnten dafür eine Lösung im Sinne einer guten Marketing-Story bieten. Die Leute haben uns geglaubt, dass wir das können. Wir hatten den Background, Thema Portfolio-Management, Thema Bank, Thema Unternehmensberatung, um sowas verkaufen zu können zu dieser bestimmten Zeit. Das lief ganz gut. So, und das war aber auch schon dann alles, was gut lief. Gibt es dazu Fragen, Anregungen? Ja, also auf mich macht das so ein bisschen den Eindruck, ihr habt ein paar Sachen falsch gemacht und deswegen ist euch das Ding um die Ohren geflogen. Richtig. Nun ist das ja generell so, dass ein Startup ein bisschen falsch läuft und einem etwas um die Ohren fliegt. Ja. Und ist das nicht eher so, dass man sagt, okay, ich bin dann ein guter Startup, nicht wenn ich alles richtig mache, sondern wenn ich in so einer Situation die Arschbacken zusammenbeiße und da durchkomme? Ja, dann kommt aber dieser Faktor rein, Timing. Unser großes Problem war Reputation in diesem Moment. Das heißt, wir hatten Signed Contracts und mussten dem Kunden, damit auch unserem Vermittler sagen, der uns diesen Kunden gebracht hat, we can't deliver. Ja, das passiert, weil wir hatten unseren ersten Startup, wir hatten die ersten Finanzierungen und dann hat die Bank gesagt, nee, wollen wir doch nicht haben. Dann mussten wir eben weitermachen. Ja. Bin ich vollkommen bei... Ich challenge das mal so ein bisschen, ja, weil gerne. Ich mir nicht ganz sicher bin, ob man wirklich glauben kann, wenn man ein Startup macht, dass man alles irgendwie richtig hinkriegt. Sondern mein Eindruck ist, dass man eigentlich davon ausgehen muss, dass man sehr viel falsch macht, dass man extrem viel lernt und dass man das dann irgendwie das Selbstvertrauen haben muss, dass man das dann doch irgendwie hinkriegt. Und wenn man Pech hat, scheitert man dann trotzdem. Das ist richtig irgendwann mal. Ja, da bin ich vollkommen bei Ihnen. Sage ich gerne was dazu? Soll ich direkt was dazu sagen oder geht die Frage dazu? Das ist keine Frage, ich wollte nur ergänzen. Ja, dann bitte ergänzen. Ich habe vorhin so ein bisschen auch rausgehört, dass da vielleicht auch im Team dann irgendwann gewisse Zerwürfnisse gab und möglicherweise ist das auch noch ein Faktor, der da eine Rolle spielt. Das könnte möglich sein. Hypothese. Also fairerweise muss man einfach sagen, zu einem Startup gehört mehr als nur eine Person. Und da sich ein Startup aus dem Team aufbaut und man sich auch bei gewissen Themen auf die Menschen, mit denen man zusammenarbeitet und etwas zusammenwechseln lässt, verlassen muss, kommt das einfach... ist irgendwann halt der Switch, wenn mal was nicht geklappt hat, worauf man sich hundertprozentig verlassen musste. Das heißt, Fehler machen gehört dazu. Bin ich vollkommen bei Ihnen, dir? Bei dir. Bin ich vollkommen bei dir. Fehler machen gehört dazu. Nur das Thema Frustration und das Thema Vertrauen innerhalb eines Teams sind dann halt zwei Seiten der Medaille. Frustration gehört immer dazu.
das gab es auch während dem Prozess, gar keine Frage. Man hat auch bei vier Türen geklopft, wo man den Mittelfinger bekommen hat. Wenn man gesagt bekommen hat, ja, süß, hier ist eine Rassel, viel Spaß. Gar nicht die Frage. Aber das Thema Vertrauen innerhalb des Teams muss halt trotzdem gegeben sein. Wenn man als Einheit agiert und wenn man sowas gemeinschaftlich, wenn man sagt, sorry, ich habe einen Fehler gemacht, lass uns dran arbeiten, ich habe vielleicht schon eine Lösung, ich habe einen Alternativvorschlag, etc., etc., etc. Vollkommen fein. Bin ich vollkommen bei dir, dann muss man weitermachen, Mund abwischen, weitermachen. Aber das Team sollte halt schon dann den Zusammenhalt auch haben und das Vertrauen untereinander, ansonsten macht es halt wenig Sinn. So. Genau, gut lief Marketing und die Zeit, zu der wir kamen. So, jetzt gehen wir mal so ein bisschen zu den allgemeinen Fuck-ups. Ja? Ich habe mich danach auch ziemlich, das heißt ziemlich viel, ist jetzt übertrieben gesagt, immer wieder mit dem Thema Startups beschäftigt, auch mit dem Thema Fintech-Startups, immer wieder geguckt, was passiert in den Köpfen der Leute, wo sind die großen Fallstricke. Zum Thema Startups, ich habe relativ oft gehört, dass Startups gerade im Fintech-Bereich sagen und B2C, wir brauchen die Banken nicht, wir machen die platt, wir sind die neuen Banken, ne? Wir machen das, fuck the banks. Ja, nee, macht keinen Sinn. Weil das Problem ist, also was heißt das Problem? Der wunderschöne Faktor ist, dass wir in Deutschland sind. Wir haben ja alles, was wir brauchen, aber auch viele Regularien, die wir allein einfach nicht hinbekommen. Das bedeutet, zu sagen, wir bewegen uns gegen Banken, macht gar keinen Sinn, weil David und Goliath, ja, das hat schon funktioniert, ist klar. Dafür braucht man aber eine extrem präzise Steinschleuder, die den Kerl auch direkt am Kopf trifft. Und eine Bank direkt am Kopf zu treffen mit einer extrem kleinen und zielsicheren Steinschleuder ist schwer. Also, ich weiß nicht, ob es aus dem Chinesischen kommt oder wer es gesagt hat, lasse deine Freunde nah an dich ran, deine Feinde noch viel näher. Team Up, Finanzdienstleister, Banken, die haben die Grundlagen für alles, was ein Fintech-Startup braucht. Ob im B2B oder im B2C-Bereich, wurscht egal. Guckt, dass ihr das zusammengestaltet. Klar, macht den ersten Aufschlag, guckt, dass ihr alleine was auf die Beine bekommt, vielleicht den ersten Proof of Concept, dass die Bank nicht sagt, ja, kopieren wir oder ja, geh raus. Versucht euch, wenn ihr ein Fintech-Startup gründet, mit denjenigen, den ihr theoretisch bekämpfen wollt, in Anführungszeichen, oder mit denen ihr konkurrieren wollt, in irgendeiner Art und Weise an euch zu binden, neben euch zu bekommen oder sogar vielleicht als Unterstützer hinter euch zu bekommen. Weil ihr habt keinen Bock, neben dem Daily Business auch noch den Lobbykampf gegen Banken oder Finanzdienstleister aufzunehmen. Das macht überhaupt keinen Sinn. So, das als kleine Einleitung. Hat es jeder gelesen? Die CTO-Diskussion. Die Causa CTO. Wer weiß nicht, was ein CTO ist? Stark. Also, now we're talking. Der Chief Technical Officer, das technische Backbone eines jeden Fintech-Startups. Die Medaille hat nicht nur zwei Seiten meines Erachtens, sondern ist eher so eine Würfelmedaille bis hin zu einem Oktaeder in drei Dimensionen. Was ich damit sagen will, es gibt verschiedenste Möglichkeiten, ein hochkomplexes technisches Produkt auf einen Status zu bringen, wo man damit Geld verdient, damit Geld akquirieren kann oder prinzipiell erstmal etwas damit anfangen kann. Wir haben unser Trading-System in Excel modelliert, da brauchst du kein CTO. Hört sich bescheuert an und ich trete da mit jedem CTO ein bisschen auf die Füße. Markus, es tut mir total leid, aber er wäre aber auch, Markus zum Beispiel, du bist Mr. Backend, ja. Das heißt, der Mann kann richtig gut programmieren, aber der wäre einfach für uns eine viel zu krasse Nummer gewesen zu dem Zeitpunkt. Wir hätten keine Kunden gehabt, klar hätten wir irgendwie eine Finanzierung hinbekommen, wir hätten gar nicht die Herausforderung für ihn gehabt. Das heißt, er hätte theoretisch in einem Zeitpunkt reinkommen müssen, wo wir diese Trading-Strategie mit 10 Mios schon befüllt haben und sagen, und jetzt gehen wir den Skalierungsschritt. Das heißt, ein CTO macht immer dann meines Erachtens mit der Einstellung, mit der Beteiligung wirklich nur dann Sinn, wenn man ein Running Business hat, was man an einem gewissen Punkt bis hin zur Skalierung getragen hat. Ab Skalierung macht ein CTO mehr als Sinn. Man braucht Know-how in der Firma, man muss das Ganze vorantreiben können und ähnliches. Aber für den ersten Aufschlag, es gibt sehr gute Freelancer,
Es gibt sehr gute und auch spezialisierte Agenturen, die gleichzeitig noch das Thema Frontend gut mitmachen können. Weil, Markus, korrigiere mich, wie sind deine Frontend-Design-Qualitäten? Marginal oder sagen wir so, untergeordnet unter deinen Backend? Wo ist das Mikro? Ja, ich bin Entwickler und CTO. aber ganz klar, Entwicklung arbeitet nur auf bestehenden Lösungen und gießt die in Code. Das heißt, für uns ist es extrem wichtig, dass schon eine gewisse Vorarbeit stattgefunden hat. Und ganz klar. Also deswegen nehmt euch CTOs am Anfang dazu und trefft euch mit denen einmal in der Woche und sprecht irgendwie, was ist machbar und was nicht, aber nur grobe Richtung. Danke. Ja, also das heißt, es gibt einfach für die ersten Schritte wesentlich bessere Möglichkeiten, als jemanden zu suchen. Und das ist so ein bisschen, da komme ich gleich auch noch dazu, wie mit der Suche nach Kapital. Man fokussiert sich auf ein Thema, gräbt sich da rein, verbringt viel, viel Zeit und viel Energie, um jemanden zu finden, der das annäherungsweise emotional genauso mitträgt wie ihr. Weil nur wenn jemand das Ganze emotional mitträgt, ist er auch interessiert an Shares. Was bringt es dem, wenn ihr dem Shares gibt, wenn er sagt, ich habe meine Frau und meine Kinder zu ernähren und meine Wohnung zu zahlen? Da bringen Shares nichts. Das heißt, letztendlich ist das Thema nur dann wirklich sinnvoll, wenn ihr auch was zu geben habt. Das heißt, wenn das Thema Skalierung ansteht und klar ist, dass ihr einen gewissen Proof of Concept schon geliefert habt, dann macht ein CTO Sinn, weil dann sieht er, dass das funktioniert. Es sei denn, ihr habt natürlich einen technischen Co-Founder, der das Ganze von Anfang an mitbegleitet. Dann sieht das die ganze Baustelle wieder anders aus. Aber wir zum Beispiel damals, wir waren überhaupt keine Techniker. Wir kannten Excel aus der Bank, aus der Vermögensverwaltung und haben das halt mal ein bisschen zusammengekloppt mit ein paar netten Grafiken und haben die Zahlen dann irgendwie mal in ein Portfolio-Management-Tool geschmissen, um schöne Charts rauszubekommen. Okay, aber wir hätten keinen CTO am Anfang gebraucht. Irgendwann ja, Thema Skalierung, Thema, die Leute können das Ding online abschließen und ähnliches, aber es war ein reines Offline-Business zu dem Zeitpunkt. Und da muss man sich immer ein bisschen vor Augen halten, ist es das wert, dass wir so viel Zeit und so viel Energie da reinstecken, jemanden zu suchen, der das Ganze von vornherein so technisch begleitet, wie wir es uns in einer Ausbaustufe vorstellen. Dazu noch was? Fragen? Anregungen? Meinungen? Kritik? Come on. Okay, dann nicht. Thema Timing, Lean Startup. Der Olli hat es gerade eben sehr schön gesagt. Wenn ich heute das Thema Fintech höre und mich mit Gründern oder mit zukünftigen Gründern unterhalte, die das Thema Fintech vor der Flinte haben, höre ich immer, ja, das ist ein sehr, sehr komplexes Thema. Das ist wirklich, also regulatorisch und vom Hintergrund wirklich, wirklich sehr komplex. Wir sind gerade dabei, den ersten Businessplan zu schreiben und stellen gerade da so ein bisschen unser 100-Seiten-Dokument zusammen und eine Präsentation. Und das ist Kapitalmarkt, okay, verstanden. Kapitalmarkt ist extrem komplex. Aber die Zeiten, dass wir sitzen im Kämmerchen und brüten 2 Jahre lang eine Idee aus, um sie dann in den Markt zu bringen, und hoffen, dass sie funktioniert, weil wir daran geglaubt haben, 2 Jahre lang, sind vorbei. Auch im Fintech-Markt. Oder gerade vielleicht im Fintech-Markt. Die meisten B2C-Konzepte sind Marketing-Konzepte. Das heißt, sie greifen darauf zurück, was es schon gibt. Die müssen einfach nur eine geile Story verkaufen. Die meisten B2B-Konzepte funktionieren aber ohne Banken nicht. Das heißt, du musst von Anfang an eine Bank oder einen Finanzdienstleister an Bord haben, der entweder das Produkt kauft oder supportet. Und dann macht es keinen Sinn, wenn du dich 2 Jahre lang hinsetzt, was entwickelst, dann zu jemandem gehst und sagst, hey, guck mal, ist fertig. Wollen wir? Und er sagt, ne, kein Bock. Das macht einfach keinen Sinn. Deswegen der Rat, modelliert's. Egal, was es ist. B2C, B2B. Baut eine geile Präse im B2C-Bereich. Habt jemanden dabei, der Grafik und Marketing kann, sodass ihr da zu irgendjemandem gehen könnt, die sagen können, boah, geil, das lässt sich so gut verkaufen. Oder geht im B2B-Bereich mit einem Excel-Model hin, mit einer schönen PowerPoint-Präsentation. Eine PowerPoint-Präsentation kann schon ein Click-Dummy sein. Man kann wunderschöne Abfolgen einer Website oder eines Tools simulieren in PowerPoint. Do it now. So, das dazu. Hat da jemand einen Kommentar zum Timing, andere Erfahrungen gemacht, irgendwas? Okay, Zeit, alles klar, ich muss loslegen. Okay, diese Folie bietet eine Hülle und Fülle an Möglichkeiten, darüber zu diskutieren, was diese beiden Bilder aussagen möchten. Für mich sind es 2 große Themen, die da mit einer Rolle spielen.
das sind nicht immer VCs, die sitzen, oder Investoren. Die sitzen nicht immer auf ihrem Geld und knallen immer alle ab, die was davon haben wollen. Spread the fucking word. Bringt eure Idee raus zu jemandem, der Geld hat und der vielleicht Geld geben möchte. Weil je mehr Leute davon wissen, desto höher ist die Chance, Gesetz der großen Zahlen aus dem Vertrieb, dass ihr irgendwo landet. Und das symbolisiert für mich das Thema Startups, die Geld suchen. Ey, nehmt euren Kopf aus dem scheiß Geldthema raus. Entwickelt ein geiles Produkt, entwickelt eine geile Story, dann kommen Leute, die dafür Geld geben wollen, wenn ihr die Aufmerksamkeit habt. Fragen? Kritik? Bashing? Okay, dann nicht. Pull-Push. Wir hatten das heute Morgen schon ein bisschen das Thema. Hört auf, oder das ist jeder, der ein Startup gründet, hört auf, immer euer Produkt versucht irgendwo reinzudrücken, irgendjemandem aufs Auge zu drücken, sondern guckt lieber, wo Punkt 1 ein akuter Bedarf ist und nicht im Sinne von, die Bank braucht das. Wer in der Bank braucht das? B2C, das brauchen die Leute. Wer braucht dieses Produkt? Wären wir mit unserem Produkt direkt an Endabnehmer gegangen, hätten die gesagt, sicher, zeigt mal, dass es 7 Jahre läuft, getradet mit einer ISIN und dann können wir uns unterhalten. Wir haben uns das Vertrauen eingekauft. Wir hatten einen Vertrauenspartner, der uns einen Vertrauensvorschuss gegeben hat. Der hat ein generisches Interesse daran, das Ding zu vertickern, weil er damit Geld verdient hat. Und er hatte den Vertrauensvorschuss, den wir niemals bekommen hätten in der Zeit. Bitte einmal durchlesen. Und dann ist auch schon fast fertig. Zu klein? Kann es jeder lesen? Ansonsten lese ich es vor. Alles klar, ich lese es vor. Der Vater kommt zum Sohn und sagt, Sohn, ich habe dir ein Mädchen ausgesucht, was du heiraten wirst. Der klassische Traum eines jeden Sohnes. Sohn, nein, auf gar keinen Fall. Papa, aber es ist die Tochter von Bill Gates. Sohn, ach so, dann selbstverständlich. Nächste Szene. Daraufhin geht der Vater zu Bill Gates und sagt, mein Sohn möchte ihre Tochter heiraten. Bill Gates sagt, nein, auf gar keinen Fall. Papa, aber er ist der Vorstandsvorsitzende der Bank of America. Bill Gates, ach so, dann selbstverständlich. Der Vater geht zum Vorstand der Bank of America und sagt, machen Sie meinen Sohn zum Vorstandsvorsitzenden Ihrer Bank. Der Vorstand sagt, nein, auf gar keinen Fall. Papa, aber er ist der Schwiegersohn von Bill Gates. Vorstand, ach so, na dann selbstverständlich. So, was möchte uns diese kleine Anekdote, dieser kleine Witz, diese kleine Geschichte sagen? Wir hatten das Thema kurz am Anfang, die Story muss stimmen. Das Ganze hier ist ein schöner geschlossener Kreis aus Lügen, ist jetzt fies gesagt, aus Marketing, indem man an einer gewissen Stelle einsteigen muss. Das ist das Thema Timing, das ist das Thema Marketing, das ist das Thema Zusammenspiel im Team. Die Story muss stimmen, sowohl im Team, als auch im Produkt, als auch im Außenauftritt. Das Timing muss stimmen, zu welchem Zeitpunkt man in diesen Kreislauf einsteigt. Zu einer Großbank zu gehen und zu sagen, ey, wir haben volles coole Tool in Excel gebastelt. Wollt ihr? Not gonna happen. Wenn ihr damit zu einem Vermögensverwalter geht, der einen Kundenstamm hat, der Interesse daran hat, innovativ zu sein und der sagt, na, wir haben die Lizenzen, wir können daraus vielleicht was machen, das hauen wir in unserem Vertrieb raus und dann schauen wir vielleicht, das wächst und dann nach 3 Jahren zusammen zu einer Großbank zu gehen und zu sagen, guck mal hier, das ist unsere Lösung und da gibt es schon Kunden dafür und wir verdienen Geld und das ist richtig cool und unsere Wachstumsraten sind super, wollt ihr nicht was mit uns machen? Ja, zum Abschluss immer der Satz, habe ich von meinem Mentor selber immer wieder mitbekommen, der aus einem ganz anderen Bereich kommt, der nichts mit Startups zu tun hat. Die Story muss stimmen. Das ist immer das gleiche Thema. Egal, ob es B2B, B2C ist, die Story muss stimmen. Noch Fragen? Nein, gut. Dann danke.